Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. In der heutigen Folge erklärt die Unternehmerin Verena Pauster, warum sie die geplante Elterngeldstreichung für Besserverdienende für ein fatales Signal hält. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob der digitale Euro künftig das Bargeld ersetzen wird. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli und ich bin Anis Mitschijevic. Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf für den Haushalt 2024 beschlossen. Rund 450 Milliarden Euro will der Bund im kommenden Jahr ausgeben. Das sind rund 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden und dafür muss Bundesfinanzminister Christian Lindner in vielen Bereichen den Rotstift ansetzen. Ein Vorhaben der Ampelkoalition schlägt im Moment aber besonders hohe Wellen. Familienministerin Lisa Paus will das Elterngeld für Besserverdienende streichen, um die Sparvorgaben aus dem Finanzministerium einhalten zu können. Betroffen wären Paare mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von mehr als 150.000 Euro. Viele würden jetzt sagen, na, die können sich's doch eigentlich leisten. Aber dagegen regt sich vor allem auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn heftiger Widerstand. Die Unternehmerin und Investorin Verena Pauster hat zu Beginn der Woche eine Petition gegen das Vorhaben gestartet und bislang knapp 400.000 Unterschriften eingesammelt. Ja, und warum das Ganze aus ihrer Sicht keine reine Elitendebatte ist, das erklärt sie uns gleich im Gespräch. Vorher ordnet unser stellvertretender Hauptstadtbüroleiter Jan Hildebrand die ganze Diskussion für uns ein. Und im zweiten Teil der Sendung gibt es ein Update zum digitalen Euro. Ulrike Kastens, Europa-Volkswirtin bei der Fondsgesellschaft DWS, spricht über die Pläne der EU und was sie für das in Deutschland immer noch sehr geschätzte Bargeld bedeuten. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea. Hi Anis. Ja, gestern war es am deutschen Aktienmarkt sehr ruhig, weil an den US-Börsen am US-Unabhängigkeitstag nicht gehandelt wurde, Independence Day. Und jetzt ist der US-Feiertag vorbei. Wie sieht es denn aus? Ist wieder mehr los an der Börse? Ja, aber es sieht nicht so gut aus. Der DAX, der pendelte heute erstmal zwischen 0,3 und 0,5% im Minus. Und dann zeichnete sich eine schwächere Eröffnung der US-Börsen ab. Und das drückte den DAX und andere europäische Börsen dann noch etwas weiter nach unten. Zuletzt lag der DAX 0,7% im Minus bei nur noch gut 15.900 Punkten. Und an der Wall Street, da hat der US-Leitindex S&P 500 mit einem Abschlag von 0,3% eröffnet. Das ist nicht so viel. Investoren hatten da zunächst wohl noch Schlimmeres erwartet. Und was ist der Grund? Ja, dass die Stimmung gedämpft ist. Der Grund dafür, das ist die US-Notenbank. Die veröffentlicht nämlich heute um 20 Uhr unserer Zeit das Protokoll der Zinssitzung vom Juni. Die Leitzinsen, die hatte die Fed ja im Juni nicht weiter erhöht. Aber Prognosen der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses, das sind die, die die Zinsentscheidungen dann treffen, diese Prognosen deuteten darauf hin, dass noch zwei weitere Zinserhöhungen möglich sind. Damit hatten die Investoren nicht gerechnet und jetzt wollen sie eben noch genauer nachlesen, wie denn die Diskussionen gelaufen sind. Wenn sich aus den Protokollen ergibt, dass die Zinsen sogar noch öfter als zweimal angehoben werden könnten, das dürfte dann die Börsen belasten und deshalb wagt sich heute kaum jemand mutig vor. War das denn der einzige Grund für die gedämpfte Börsenstimmung? Nein, das hat auch viel mit China zu tun. Von dort gab es heute vor Eröffnung unserer Börsen erstmal schlechte Konjunkturnachrichten. In China, da sank der Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen deutlicher als erwartet. Das klingt jetzt erstmal trocken, aber Einkaufsmanager-Indizes sind wichtige Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Gefragt wird da zum Beispiel, wie viele neue Aufträge es gab, ob mehr oder weniger Leute beschäftigt wurden und wie sich die Preise entwickelt haben. Das alles war in China jetzt nicht so toll und das belastet dann eben auch die europäischen und speziell die deutsche Börse, weil unsere Wirtschaft
Wirtschaft ebenso eng mit China verflochten ist. Ja, nicht so toll ist ja auch gerade das grundsätzliche Verhältnis zwischen dem Westen und China, kann man sagen. Der Handelsstreit hat sich ja zuletzt wieder verschärft und das Ganze hat dann auch Auswirkungen auf die Aktien von Chip-Herstellern. Wie hängt das Ganze zusammen? Letztlich ganz einfach, China beschränkt ab August den Export von bestimmten Rohstoffen, die für die Chipherstellung wichtig sind. Damit reagiert China jetzt wiederum auf die Maßnahmen vieler westlicher Staaten, die ihre Abhängigkeit von der chinesischen Wirtschaft reduzieren wollen und auch darauf, dass die USA und zuletzt auch noch die Niederlande den Export von Hochleistungschip an China beschränkt haben. Ein Ende des Streits ist jetzt noch nicht absehbar, von daher ist es auch kein Wunder, dass die Aktien von Halbleiterherstellern heute deutlich nachgeben. Im DAX gehört Infineon mit einem Verlust von 1,8% zu den schwächsten Werten. In den Niederlanden verlieren ASML und AM International und in den USA, da gibt auch Nvidia nach. Gibt es zum Schluss noch was Aufbauendes heute? Ja, das gibt es natürlich immer. Es gibt immer Aktien, die zulegen. Und in Deutschland ist mir da heute besonders Evotec aufgefallen. Das ist ein Biotech-Unternehmen und die Aktie hat in diesem Jahr schon einen echt guten Lauf und insgesamt 38% zugelegt. Dabei stieg die Aktie allein heute um mehr als 4%. Und auch das hat wieder mit den USA zu tun. Weil ein Auftraggeber von Evotec bzw. deren US-Tochter, das ist nämlich das US-Verteidigungsministerium. Und das hat jetzt einen neuen Auftrag im Wert von bis zu 74 Millionen Dollar vergeben. Evotec soll das Verteidigungsministerium bei der schnellen Entwicklung von Antikörpern gegen bestimmte Pockenviren unterstützen. Und das gibt der Aktie heute neue Kursfantasie. Andrea, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ich danke. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. So, und jetzt sprechen wir über das Elterngeld oder genauer gesagt die Elterngeldstreichung für Besserverdienende. Ja, was da konkret dahinter steckt und warum die Ampelkoalition gerade sehr viele Familien verärgert, das erklärt mir jetzt der stellvertretende Hauptstadtbüroleiter Jan Hildebrand. Hallo Jan. Hallo Arnes, ich grüße dich. Ja, worum geht's denn da konkret? Also ab einer bestimmten Einkommensgrenze soll Paaren das Elterngeld gestrichen werden. Was ist da konkret geplant aus dem Familienministerium? Also es geht darum, dass alle Ressorts müssen sparen. Das hat der Finanzminister so vorgeschrieben. Und hat dann gesagt zur Familienministerin Paus, spar doch beim Elterngeld. Und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder ich senke halt generell das Elterngeld, was alle bekommen, oder ich verkleinere den Kreis der Anspruchsberechtigten. Und dafür hat sich die Familienministerin entschieden. Bisher war es so, dass Familien, Eltern mit mehr als 300.000 Euro zu versteuernem Einkommen kein Elterngeld bekommen. Und diese Grenze soll jetzt gesenkt werden auf 150.000 Euro. Und genau, dementsprechend würden dann alle, die darüber liegen mit ihrem Einkommen, keinen Anspruch mehr auf Elterngeld haben und keine Chance haben, Elterngeld zu bekommen. Genau, und wir sprechen hier vom zu versteuerndem Einkommen. Das wären dann rund 177.000 Euro brutto pro Paar und pro Jahr. Genau, also zu versteuerndes Einkommen heißt, da sind dann schon jede Menge Dinge abgezogen, also zum Beispiel der Arbeitnehmerpauschbetrag, den jeder bekommt, oder auch Ausgaben für Renten und andere Sozialversicherungen, die ich geltend machen kann, andere Sachen wie Pendlerpauschale, das geht alles schon runter und das, was am Ende wirklich am Einkommen übrig bleibt, was ich versteuern muss, darauf kommt es an und dann ist 150.000 pro Paar die Grenze. Und wie du richtig sagst, man kann das so Pi mal Daumen schätzen, dass das so rund 180.000 Bruttoeinkommen ungefähr wären. Nun ist es ja so, dass es teilweise auch öffentlich eine Debatte zwischen Finanzminister und Familienministerin gegeben hat, wer denn jetzt ja dieses ganze Schlamassel zu verantworten hat oder sagen wir mal, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass es zum Beispiel auf Netzwerken wie LinkedIn auch massive Proteste gegen dieses Vorhaben gab.
Ja, das ist mittlerweile, muss man ja sagen, so ein bisschen ampeltypisch für die Ampelkoalition. Die schreiben sich irgendwie alle gerne Briefe, die sie dann danach ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Das ist jetzt natürlich letztlich ein Schwarze-Peter-Spiel. Die Familienministerin sagt, ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Der Finanzminister hat gesagt, du musst 500 Millionen sparen. Und er hat auch gesagt, spar doch beim Elterngeld. Und der Finanzminister Lindner sagt wiederum, nein, ich habe halt die Sparsumme vorgegeben, aber wo die Familienministerin dann genau kürzt, das ist schon ihre Entscheidung. Und dieser Vorschlag, halt die Grenze von 300.000 Euro auf 150.000 Euro zu senken, die kam halt aus dem Familienministerium. Also ja, ist so ein bisschen, wer ist nun schuld daran? Ich glaube, man ist auch selber so ein bisschen überrascht von der Heftigkeit der Debatte. Also nach vorsichtigen Schätzungen betrifft das ungefähr so 60.000 bisher Anspruchsberechtigte, die in Zukunft halt rausfallen. Das ist, wenn man bedenkt, dass irgendwie über 1,4 Millionen im letzten Jahr Elterngeld bezogen haben, Frauen und nochmal 500.000 Männer, ist das jetzt nicht ein Riesenkreis von Leuten, die das betrifft, diese 60.000, und das sind ja auch sehr gut verdienende, wo man sich auch natürlich fragen kann, brauchen die eigentlich Elterngeld? Aber ja, es trifft offenbar so ein Gerechtigkeitsempfinden, dass die Leute sagen, nein, auch für diese Personengruppe soll es Elterngeld geben, die zahlen ja auch viele Steuern. Und zudem ist es auch eine Frage halt der Gleichberechtigung. Es ist ja ein Instrument, damit auch Männer mal eine Pause von der Arbeit nehmen, um sich um die Kinder zu kümmern. Und von daher schlägt das jetzt sehr hohe Wellen. Ja, absolut. Und man muss ja sagen, eine, die sich in dieser Debatte besonders lautstark positioniert hat, ist die Unternehmerin und Investorin Verena Pauster. Die hat nämlich zu Beginn der Woche eine Petition gegen die Elterngeldstreichung für Besserverdienende gestartet. Ja, und diese Petition hat inzwischen knapp 400.000 Unterschriften erreicht. Über ihre Motivlage sprechen wir gleich. Dir, Jan, danke ich erstmal recht herzlich für die Einordnung des Themas. Sehr gerne. Besserverdienende sollen künftig kein Elterngeld mehr erhalten. Die Pläne der Ampelkoalition sorgen für heftige Kritik von vielen Seiten. Aktuell tobt vor allem auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn eine hitzige Debatte über Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und die Förderung von Familien. Ja, und die Unternehmerin und Investorin Verena Pauster hat sich in dieser Debatte besonders lautstark positioniert und eine Petition gegen die Elterngeldstreichung gestartet. Und jetzt wollen wir mit ihr darüber sprechen. Hallo, Frau Pauster. Hallo. Ja, Frau Pauster, die Einkommensgrenze für Elterngeld soll von 300.000 Euro auf 150.000 Euro sinken. Und wir reden hier vom zu versteuernden Einkommen. Das heißt, Paare, die zusammen mehr als rund 177.000 Euro, also knapp 180.000 Euro im Jahr Jahresbruttoeinkommen beziehen sollen, nach den aktuellen Plänen der Ampelkoalition künftig kein Elterngeld mehr bekommen. Mhm. Das Ganze würde also Menschen betreffen, die, man kann sagen, wirklich nicht schlecht verdienen. Warum protestieren Sie dagegen? Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, sich einmal die Lebensrealität dieser Menschen anzugucken. Das sind Menschen, die eigentlich bisher alles so gemacht haben, wie wir uns das von Bürgern und Bürgerinnen wünschen. Die haben in ihre Ausbildung investiert, die haben sich die Karriereleiter hochgearbeitet, die sind da mit sehr viel Zeit reingegangen in ihre jeweiligen Karrieren, haben Steuern gezahlt. So, und jetzt gehen sie in die Familienplanung oder haben womöglich auch schon das erste Kind. Und jetzt fällt so der Hammer aus, ihr geht auf 0 Euro Elterngeld. Und das sind so 75.000 bis 80.000 netto, was so ein Paar dann hat. Die leben häufig in den Großstädten, da sind die Mieten teuer, die Lebenshaltungskosten hoch. Das heißt, es sind nicht die Reichen und die Erben und die, die große Vermögen haben, sondern die, die dieses Geld jeden Tag hart erarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht falsch, die Grenze so niedrig zu setzen. Also ist das Ganze aus Ihrer Sicht keine Elitendebatte? Überhaupt nicht. Denn wenn jetzt irgendwie zu diesem Zeitpunkt, in dem wir jetzt hier gerade sprechen, 370.000 Menschen ihre Unterschrift unter eine solche Petition setzen, dann geht es hier nicht um ein paar wenige Zehntausende, die gerettet werden sollen, sondern dann geht es darum, dass all die Menschen, die jetzt noch Single vielleicht sind oder gerade Paar geworden sind, die noch Anfang, Mitte, Ende 20 sind, die sagen, irgendwann möchte ich auch in diese Familienplanung einsteigen, jetzt irgendwie denken, wie mache ich das denn, wenn einer von beiden auf Null geht? Und vor allen Dingen, was heißt das auch für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Berufsleben, wenn häufig Frauen weniger netto verdienen, die dann die sind, die mit 0 Euro zu Hause das Kind betreuen, finanziell vom Mann abhängig sind und dafür keinerlei finanzielle oder emotionale Wertschätzung bekommen.
Ja, Sie haben gerade die Zahlen angesprochen. Es ist ja auch wirklich schwer, Schritt zu halten, weil die Zahl der Unterschriften wirklich stündlich rasant steigt. Mit Blick auf Ihre Petition dagegen, Sie hatten es schon angesprochen, also Stand jetzt, wo wir gerade sprechen, sind es mehr als 370.000 Unterschriften, also knapp 400.000. Gleichzeitig hatte die Bundesfamilienministerin Lisa Paus gesagt, dass von dieser Streichung rund 60.000 Familien betroffen sein könnten. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass, wie Sie gerade gesagt haben, das ein Thema ist, das nicht nur Besserverdiener umtreibt, sondern vielleicht auch welche, die perspektivisch in diese Gehaltsklasse rutschen könnten und die sich jetzt auch schon direkt solidarisieren? Oder könnte man sagen, dass das auch durchaus ein Zeichen dafür sein könnte, dass Sie wahnsinnig gut vernetzt sind und natürlich dieses Anliegen sehr gut platzieren können? Also selbst wenn ich ein sehr gutes Netzwerk habe, habe ich nicht 380 oder mehr tausend Menschen, die ich mal eben dazu bringen kann, etwas zu unterschreiben, was sie eigentlich nicht wollen. Sondern ich glaube, warum trifft es so Nerv? Und das sind zwei Sachen. Einmal geht es hier um mehr als um dieses Elterngeld für genau diese angeblich 60.000, da komme ich gleich zu. Denn es ist sozusagen ein Signal gegen Kinder kriegen und es mit einem Job vereinbaren, also gegen Vereinbarkeit von Beruf und Familie und gegen Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Das heißt, das ist so gesellschaftlich was, wo man jetzt merkt, die Menschen stehen auf, die sagen, stopp mal, das ist kein Zukunftsnarrativ, was uns hier versprochen wurde oder was wir selber im Kopf haben, das ist irgendwie anders. Und zu diesen 60.000 Menschen, wie wurden die denn erhoben? Sind das womöglich jetzt die Paare, die im Moment Elterngeld beziehen und über 150.000 versteuerbares Einkommen haben? Dann sind ja all die nicht mitgerechnet, die vielleicht morgen schwanger werden, die gerade in der Familienplanung sind, die Mitte 20 sind und Single sind und irgendwann Kinder haben wollen und in das Einkommen fallen. Also das ist eine Zahl, die geht in die Hunderttausende. Das ist mit 60.000 viel zu niedrig angesetzt und aus meiner Sicht extra, um zu sagen, das ist so eine kleine Nische, kleine Elite, um die müssen wir uns jetzt wirklich nicht kümmern. Mhm. Man muss ja wirklich sagen, vor allem auf LinkedIn gab es wahnsinnig viele Menschen, die sich mit Ihnen solidarisiert haben. Und zumindest nach meinem Eindruck waren das sehr viele Frauen und eher vereinzelt Männer. Ist das ein Problem, wenn der Protest gegen diese Elterngeldstreichung immer noch vorrangig Frauensache ist? Also ich glaube, erstmal ist das kein Problem, sondern ein Ausdruck dessen, dass die am lautesten sind, die es am härtesten treffen wird. Wenn ich weiß, ich verdiene weniger netto und ich bin wahrscheinlich die, die dann zu Hause bleibt für 0 €, dann bin ich natürlich emotional aufgeladener, als wenn ich denke, naja gut, bei mir geht's ja einfach so weiter, aber doof, dass wir dann zusammen weniger haben. Aber das ist nicht meine Wahrnehmung. Wenn man sich die Petition anguckt, wie viele Männer da unterzeichnen, wenn man eben auch mit den ganzen Menschen spricht, beziehungsweise die ganzen Nachrichten liest, dann sind es ganz viele Väter oder angehende Väter, also die sich Kinder wünschen, die sagen, wir sind stolz darauf, dass wir beide unseren Beitrag zum Familieneinkommen leisten. Wir sind stolz darauf, dass wir beide Jobs haben. Und es fühlt sich komplett falsch an, dass jetzt einer von uns sich entscheiden muss, wer 0 kriegt. Und selbst wenn wir uns 0 aufteilen, sozusagen der eine macht 5 Monate 0 und der andere macht 5 Monate 0, verzichten wir auf so viel Netto, dass wir gar nicht wissen, ob wir die Kinderplanung dann so weiter durchziehen können, wie wir das vorhatten. Mhm. Nun ist es ja so, dass dem Handelsblatt ein Brief des Bundesfinanzministeriums an das Familienministerium vom 31. Mai vorliegt. Und darin heißt es, das Familienministerium müsse Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro durch eine, Zitat, ausgabenreduzierende Reform des Elterngeldes erzielen. Wenn Sie nun der Meinung sind, dass dies durch die Streichung des Elterngelds für Besserverdienende das falsche Signal an junge Familien aussendet, wie hätte man stattdessen solche Einsparungen erzielen können? Also erstmal einen viel transparenteren Prozess und sagen, ich habe folgende 10 Haupttöpfe, wo ich jetzt sparen könnte. Das sind diese folgenden 10. Ich habe mich aus diesen und diesen Gründen für diesen entschieden und nicht, wie es gemacht wurde, aus ich habe mich für diesen entschieden, finde das selber nicht gut, aber so ist es jetzt leider. Also das ist das eine, viel mehr Transparenz. Und das andere ist, wenn wir einfach mal auch reingehen und sagen, okay, diese 500 Millionen, die sind ja auch nicht in Stein gemeißelt. Andere Ministerien kriegen gerade wahnsinnig viel neue Mittel.
da jetzt zurückzupuschen, auch als ein Familienministerium zum BMF und zu sagen, warte mal, hier geht es um Kinder, Vereinbarkeit und Gleichberechtigung. Drei Sachen, für die wir als diese Regierung so stark stehen. Da können wir doch jetzt nicht für 290 Millionen so ein Zeichen gegen diese drei Themen setzen. Wie wäre es, wenn wir nochmal gucken, was eigentlich auf staatlicher Seite, also bei uns selber zu sparen wäre? Der Ausbau eines Bundeskanzleramts für 600 Millionen, das wäre schon zweimal die Elterngeldeinsparung. Ja, und was noch dazu kommt, ist ja doch, dass sich in der Öffentlichkeit ein sehr bizarres Bild gerade bietet. Also gerade im Streit zwischen Finanzministerium und dem Familienministerium, da werden so Vorwürfe hin und her geschoben und die Ampel an sich macht ja jetzt kein wirklich gutes Bild. Und man muss ja sagen, selbst der FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte sich jetzt zuletzt eher negativ geäußert zu dieser geplanten Elterngeld. Geldstreichung, obwohl es aus dem Familienministerium hieß, ja, das Finanzministerium hatte vorgeschlagen, hier im Elterngeldbereich diese Einsparungen vorzunehmen. Ja, und das macht mich total traurig als Bürgerin, weil es geht mir mit dieser Petition nicht darum und auch sonst nicht darum, dass wir in einer Regierung uns permanent gegenseitig behakeln und sagen, nein, du warst es, nein, du warst es, sondern dass wir uns zusammensetzen und sagen, okay, wir scheinen jetzt hier ein Thema massiv unterschätzt zu haben. Das betrifft anscheinend viel mehr Menschen, als wir dachten. Das trifft auch einen Nerv der Mitte dieser Gesellschaft, von dem wir die ganze Zeit gesagt haben, die sind zu leise. Jetzt sind die mal richtig laut, da wollen wir jetzt auch mal hinhören. Das heißt, was können wir tun? Und diesen Dialog erwarte ich jetzt zwischen Christian Lindner und Lisa Paus und nicht irgendwie über die Medien jetzt spielen, wer was wann nicht gesagt hat oder wer wofür nichts kann. Denn am Ende wollen wir eine Lösung und jetzt nicht irgendwie, wer hatte recht. Glauben Sie denn, dass Sie mit Ihrer Petition das Ganze noch kippen können? Ich glaube schon, und zwar nicht ich, weil es ist sozusagen, ich habe die gestartet, ich habe die eingestellt bei change.org, aber wenn das nicht den Nerv der Menschen treffen würde, dann hätte keiner unterschrieben, sondern ich glaube, die Masse an Menschen, die jetzt innerhalb von 2 Tagen 400.000 Mal unterschrieben haben, die sagt einfach, bitte, bitte, nehmt dieses Thema nochmal mit und guckt euch das Differenzierte an. Können wir vielleicht die Schwelle weniger senken auf 250.000? Wie sieht es dann aus? Können wir vielleicht sagen, für die, die schon seit 5 Jahren über dieser Schwelle liegen, tritt das in Kraft, aber nicht für die, die jetzt gerade erst in den letzten 12 Monaten, das ist die Berechnungsbasis fürs Elterngeld, darüber gekommen sind, gilt das. Was haben wir also noch für Differenzierungsmöglichkeiten und was haben wir vielleicht auch noch für andere Programme, die im Haushalt des Familienministeriums finanziert werden, wo man sagt, das sind irgendwie zahnlose Tiger, die zahlen eigentlich in wenig ein, die haben wir irgendwann mal eingeführt, dann können wir die ja erst abschaffen. Frau Pauster, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Die EU-Kommission hat vergangene Woche offiziell ihre Pläne für einen digitalen Euro vorgestellt. Die Kommission sieht vor, dass dieser genau wie Bargeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel wird. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Ich hatte bereits vor einem Dreivierteljahr mit Ulrike Kastens, der Europavolkswirtin bei der Fondsgesellschaft DWS, über das Thema gesprochen. Und jetzt wird es Zeit für ein Update. Hallo Frau Kastens. Guten Morgen. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal alle Hörerinnen und Hörer abholen, die noch nicht im Thema sind. Was ist der digitale Euro und warum treibt die EU seine Einführung voran? Der digitale Euro soll das Bargeld in der Eurozone ersetzen. Eingeführt wird es übrigens von der Europäischen Zentralbank, aber die EU-Kommission gibt halt den Gesetzesrahmen vor, dass der digitale Euro irgendwann auch gesetzliches Zahlungsmittel werden soll. In den vergangenen Jahren haben sich ja die Zahlungsgewohnheiten in der Eurozone und auch weltweit verändert. Bargeld hat immer mehr an Bedeutung verloren. Wir zahlen per Karte und da will halt die Europäische Zentralbank dem entgegenwirken und ein zusätzliches Instrument schaffen, nämlich den digitalen Euro, mit dem man dann bezahlen kann, genauso wie mit Bargeld. Ja, Sie haben jetzt, glaube ich, einen Satz gesagt, wo in Deutschland bei vielen Leuten die Alarmglocken schrillen dürften. Der digitale Euro soll das Bargeld langfristig ersetzen. Glauben Sie denn, dass die Bevölkerung in Deutschland dem neuen Zahlungsmittel wirklich genauso vertrauen würde?
Er soll es ja nicht ersetzen. Es kommt obendrauf. Bargeld wird nicht abgeschafft. Und das ist auch ganz klar die Intention der Europäischen Kommission. Bargeld bleibt gesetzliches Zahlungsmittel. Der digitale Euro soll auch gesetzliches Zahlungsmittel werden. Also beide sollen parallel nebeneinander laufen. Und der Verbraucher hat dann letztlich die Wahl, ob er mit Bargeld zahlt oder mit dem digitalen Euro. Man muss dazu sagen, die EU-Kommission will ja zugleich auch noch die Annahmepflicht für Bargeld verschärfen. Und ich frage mich an der Stelle, warum muss denn die Pflicht verschärft werden? Also muss denn Bargeld nicht ohnehin überall als Zahlungsmittel akzeptiert werden? Also ich denke nicht, dass sie das verschärft. Ich habe eher den, also es gilt halt, der digitale Euro soll halt von allen Händlern akzeptiert werden müssen. Also das heißt, wenn ich damit zahlen will, dann muss ich das auch, dann muss der Händler das auch dem auch zustimmen, beziehungsweise muss er das gewährleisten. Es soll aber Ausnahmeregelungen geben für kleinere Unternehmen und für kleinere Gewerbetreibende. Aber in der Tendenz gibt es natürlich immer diese Frage, die dahinter steht, soll Bargeld wirklich abgeschafft werden? Und ich denke, mit dem Vorstoß der EU-Kommission, Bargeld eben als gesetzliches Zahlungsmittel weiter zu verankern, wird das eher gestärkt, weil so müssen die Staaten ja praktisch das Gesetz umsetzen. Und die EU-Kommission hat auch das klare Ziel zu sagen, alle Menschen in der EU müssen weiterhin Zugang zum Bargeld haben. Das heißt, es muss halt auch überall genügend Automaten zum Beispiel geben, damit jeder auch Bargeld bekommen kann. Mhm. Aber wenn ich die Pläne jetzt richtig verstanden habe, dann soll es auch so eine Art Monitoring in den EU-Ländern geben, die dann auch an die EU-Kommission durchaus melden sollen, wie die Bargeldakzeptanz sich jeweils entwickelt in den Ländern, um da gegebenenfalls auch gegenzusteuern. Genau, das ist schon ein wesentlicher Punkt und ich denke, das ist auch eine gute Initiative, weil auf diese Weise kann es keinen schleichenden Prozess geben, sondern die Staaten sind, wie gesagt, verpflichtet, Bargeld weiterhin auch zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ich möchte an der Stelle ein Positionspapier des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands DSGV zitieren. Dort heißt es, ein weiteres Zahlungssystem, das Gleiches leistet und in Konkurrenz zu europäischen Marktteilnehmern treten würde, ist überflüssig. Bezogen jetzt auf den digitalen Euro, was sagen Sie dazu? Es ist schon richtig, also dass der digitale Euro eigentlich ein weiteres Zahlungssystem sein wird. Also am Anfang hatte man ja überlegt, ob die Europäische Zentralbank praktisch für jeden ein Konto einrichtet und jeder dann praktisch direkt bei der Europäischen Zentralbank praktisch den digitalen Euro bekommen kann. Das ist natürlich völlig illusorisch. Also man braucht auf jeden Fall eine Zwischenlösung. Man braucht Banken und Zahlungsverkehrsdienstleister, die praktisch den digitalen Euro unters Volk bringen. Also von daher ist das schon ein Zahlungssystem. Und es ist halt ein zusätzliches Zahlungssystem. Aber ich denke, dass es durchaus eine Relevanz hat. Gerade wenn man sich überlegt, wie die strategische Situation in der Eurozone ist. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, erstmal durch den Ukraine-Krieg, wie abhängig wir sind von verschiedenen anderen Ländern. Und auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, während der Pandemie, dass Lieferketten gebrochen sind. Also wenn man da sozusagen etwas autonomer werden würde, auch in seinem eigenen Zahlungsverkehr, dann wäre das sicherlich sicherlich hilfreich, um auch auf zukünftige Risiken besser reagieren zu können. Also Stichwort Finanzstabilität. Ja, also Finanzstabilität spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle und da sind sicherlich auch die größten Risiken. Also in der Einführung mit dem Zahlungsverkehr, ich glaube, das bekommt man alles ganz gut hin. Aber in der Finanzstabilität liegen die größten Risiken. Also zum Beispiel, wie geht man mit einem digitalen Bankrun um? Weil wir bekommen das Geld ja digital. Wir haben das praktisch in unserer elektronischen Börse. Wir müssen ja nicht unbedingt ein Konto haben. Es reicht also auch eine elektronische Börse. Und mit einem Klick kann man ja sozusagen das Geld hin und her transferieren und damit natürlich auch einen Bankrun letztlich auslösen. Und
Das ist sicherlich ein Faktor, der auch die Europäische Zentralbank sehr umtreibt. Und man hat jetzt auch in der Vergangenheit schon gesehen, als Reaktion auf die Situation in den USA, als es eben bei den Regionalbanken in den USA zu Einlageabflüssen gekommen ist, dass da die Zentralbank schon nicht nervös wurde, aber sich das doch genau angucken will, wie man zukünftig mit diesen neuen Instrumenten einfach umgeht und welche Risiken sich daraus auch ergeben können. Und deswegen soll es ja auch eine Obergrenze geben für den digitalen Euro. Ja? Es soll eine Obergrenze geben. Diskutiert werden 3.000 Euro. Viele Staaten halten das nach wie vor für zu viel, viel zu hoch. Und ich denke, dass auch gerade viele Banken oder auch Sparkassen, die ja über eine hohe Einlagenquote verfügen, also die sich auch darüber refinanzieren, dass die halt in Sorge sind, dass halt Geld abfließt. Und diese Sorge muss man halt auf jeden Fall auch ernst nehmen. Und es trifft ja dann eben auch einzelne Banken und da muss natürlich eben auch Vorschub geleistet werden. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man letztlich sogar noch eine etwas kleinere Summe als Obergrenze definiert als die aktuellen 3.000. Ich glaube, wir müssen an der Stelle kurz erklären, warum das ein Problem für Banken werden könnte. Denn es ist ja so, solange Kundengelder ganz normal auf dem Konto liegen, gelten sie ja als Liquidität für die Bank, weil sie juristisch Bankguthaben sozusagen, also weil juristisch Bankguthaben sozusagen Kredite der Kunden an ihre Bank sind. Und sollten aber Kunden ihr Guthaben in digitale Euros umwandeln, und zwar massenhaft, dann würden sie zu einer Forderung des Kunden gegenüber der EZB direkt. Und deswegen wahrscheinlich auch die Sorge von Sparkassen, wo es ja auch in dem Positionspapier heißt, die aktuellen Pläne der EZB laufen auf ein zentralbankbasiertes Zahlungsverkehrssystem hinaus. Würden Sie da zustimmen oder sehen Sie das anders? Nein, das ist de facto so. Also gerade weil die EZB ja Banken und auch Zahlungsverkehrsdienstleister benutzt, um dann den digitalen Euro unters Volk sozusagen zu bringen, ist es halt ein zentralbankbasiertes System. Und gerade für viele Banken, wie gesagt, ist es ja auch sehr wichtig, sich über Kundengelder zu refinanzieren. Alleine ab knapp 8.400 Milliarden Euro oder umgerechnet 60% des BIPs sind halt diese Einlagen von privaten Haushalten bei Banken in der Eurozone. Also es ist schon eine relativ große Summe. Nicht das ganze Geld würde hier abgezogen werden, aber für kleinere Banken, die eben, wie gesagt, sich sehr über Kundeneinlagen refinanzieren, wird es natürlich dann oder kann es teurer werden, sich zu refinanzieren, damit dann praktisch der Kunde das Geld auch bei der Bank oder bei der Sparkasse lässt. Also es hat schon auch Folgen für viele Banken. Genau, also wir hatten es jetzt gerade schon angesprochen, wenn Kunden ihr Geld in den digitalen Euro umwandeln, dann sinkt die Liquidität der entsprechenden Bank. Und deswegen haben ja auch die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken davor gewarnt, dass wenn zu viele Kunden den digitalen Euro wirklich nutzen, dass das viele kleinere Institute in Bedrängnis bringen könnte. Und ich zitiere da eine Untersuchung des Bundesverbands BVR unter den rund 700 Mitgliedsbanken. Und da kam raus, dass bei einer Obergrenze von 3.000 Euro demnach nur 56 der Institute noch die gesetzlich vorgeschriebenen Liquiditätspuffer vorhalten könnten. Wie groß ist dieses Problem? Also wie hoch dürfte dann diese Obergrenze dann ausfallen, damit die dann tatsächlich noch ihre Liquidität sicherstellen können? Also aktuell habe ich dazu keine Berechnungen gesehen. Ich selber habe auch dazu noch keine weiteren Berechnungen gemacht. Es sind natürlich immer Berechnungen, die darauf zielen, dass von jetzt auf gleich 350 Millionen Menschen in der Eurozone den digitalen Euro nutzen und dann auch von jetzt auf gleich alle Einlagen abziehen würden. Also wenn es 3.000 Euro sind, dann 3.000 Euro mal 350 Millionen Einwohner. Also das ist sicherlich unrealistisch. Ich denke, wir sind ja auch erst am Anfang der Überlegung. Wir sind ja aktuell erst in der
In der Untersuchungsphase im Herbst wird die EZB entscheiden, ob sie dann in die Realisierungsphase eintreten wird. Und wir unterhalten uns ja hier darüber, ob der digitale Euro 2028 eingeführt wird. Mhm. Ich persönlich kann nur sagen, aus den Erfahrungen, die die Schweden zum Beispiel auch mit ihrer Krona machen, mit ihrer S-Krona oder I-Krona, es dauert alles viel, viel länger. Also ich glaube, dass da noch eine ganze Menge passieren wird, auch an regulatorischen Veränderungen und an Anpassungen. Und wie gesagt, die Obergrenze von 3.000 Euro, die da immer wieder im Raum herumschwirrt, ist offiziell ja noch gar nicht bestätigt. Und es ist auch die Frage, ob die wirklich so kommen wird. Also es könnte im Zweifel auch geringer ausfallen und dementsprechend dann auch genau, vielleicht... Genau, also das könnte ich mir halt auch vorstellen. Und wie gesagt, auf der rechtlichen Seite sind auch sehr viele Unwegsamkeiten, die noch aus dem Weg geräumt werden müssen. Mhm. Vielleicht noch ein anderes Thema. Es ist ja so, also die Banken, die verdienen ja in der Regel jetzt nicht an Überweisungen, aber sie verlangen ja beispielsweise von Händlern eine Gebühr bei Kartenzahlungen. Jetzt ist es allerdings so, dass die EU-Kommission vorgeschlagen hatte, Basiszahlungen mit dem digitalen Euro gratis zu machen. Ist das noch so eine weitere Baustelle, wo die Banken sagen, naja, mit uns nicht? Also ich glaube, es soll gratis für die Kunden sein. Also dass ich als Kunde, wenn ich den digitalen Euro benutze, nicht zahlen muss. Aber für den Händler muss es ja eine kleine Gebühr geben. Und um das Ganze attraktiv zu machen, müsste die Gebühr natürlich unterhalb der Gebühren für andere Kartenunternehmen sein. Also damit man das überhaupt nutzt und damit es überhaupt angeboten wird. Also auch da ist sicherlich noch viel Diskussionsstoff. Absolut. Ja, Frau Kassens, das ist definitiv ein Thema, was uns noch die nächsten Jahre begleiten wird, wie Sie ja schon gerade erwähnt haben. Ich danke Ihnen recht herzlich für das momentane Update zu dem Thema. Gerne. Ja, da hatten wir heute zwei richtige Aufreger-Themen in der Sendung. Und uns würde natürlich auch interessieren, wie Sie darüber denken. Sowohl über diese Elterngeldstreichung für Besserverdienende, als auch über die mögliche Ablösung des Bargelds durch den digitalen Euro. Wir werden auf der Podcast-Plattform Spotify eine entsprechende Umfrage erstellen und wir würden uns freuen, wenn Sie sich daran beteiligen. Und natürlich können Sie uns auch wie immer per Mail an today@handelsblatt.com schreiben. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Einen schönen Feierabend noch und bis morgen.